Guten Morgen. Wir laufen jetzt durch Pilsen zum Bahnhof von unserer Pension. Und ja, dann fahren wir nach Prag. Nach Praha, besser gesagt. Was? Wir fahren nach Prag. Also, ist jetzt schon gefahren. So, wir sind jetzt losgefahren. Schau, schau, schau. Die zwei Depperlas da hinten. Ja, aber du musst immer die Kamera haben. Also, eins. Wir sind schon in Prag, aber gleich kommen wir an dem Bahnhof an. Lukas, hör auf zu stressen. Ahoi. Lukas hat schon wieder unnötig Stress gemacht. Wir sind jetzt schon alle hier, haben uns Gepäck, aber dann kam noch eine Station. Ich hab doch gesagt, er macht wieder nur unnötig Stress. Jetzt stehe ich hier, muss aufs Klo und muss noch 10 Minuten hier warten im Gang. Wir sind in Prag! Wie findest du Prag? Wie haben wir es? Es ist auch wenig los, wir sind hier am Hauptbahnhof. So, jetzt sitzen wir hier im Hotel. Ich würde sagen, das erste Mal, dass wir eine Lobby haben, oder? Ja. Schauen wir doch mal rein. Jetzt kann ich in ein Restaurant, wie schon gesagt. Die Portionen waren so groß. Mhm. Also man konnte es fast nicht schaffen. Ja. Also wir haben alle was mitgenommen? Ja, alle eingepackt. Das ist jetzt in meinem Rucksack alles. So viel ist es. So sahen die Portionen aus. Warte. Gleich kommt das Glockenspiel, was ist schon? Das berühmte Glockenspiel. Yo, ich fand's überragend, das war Hammer. Das war toll. Das war das Highlight von. Du bist voll. Raphael ist genervt, der Herr Bauer. Ja. Banken sind scheiße, Banken sind scheiße. Oh, ich Herr Müller. Wir sind gerade im Hartz-Café und ich habe schon irgendwie seit
halben Minute mein T-Shirt ausgesucht, einfach ein ganz normales weißes, weil ich nur weiße T-Shirts kaufen will. Weggehen. So, gerade eben bekommen wir schlechte Nachrichten, es gibt kein Essen heute. Ich möchte das Essen. Voll lecker. Also ich muss es filmen.